Ja, guten Morgen zusammen. Heute geht's weiter, dritte Etappe, Panoramaweg Taubertal. Ich bin jetzt gerade in Weikersheim gestartet, habe mein Auto da jetzt am Bahnhof stehen und laufe heute bis Bad Mergentheim. Von dort werde ich dann wieder mit der Bahn zurückfahren. Das wird jetzt alles einfacher auf den nächsten Etappen, weil die Bahn fährt dann halt jede Stunde. Und man ist nicht auf den Bus angewiesen, der nur ein, zwei Mal am Tag fährt. Ich bin jetzt schon durch Weikersheim durchgelaufen. Aber man hört, dass ich hier auch noch in der Nähe der Hauptstraße bin. Es geht jetzt erstmal nur bergauf. Dann hoffe ich mal, dass es ein bisschen ruhiger wird. So, hier hat man schon mal einen schönen Ausblick, auch wenn da unten die Straße ist. Ja, wettermäßig sollen heute wieder über 30 Grad werden. Andere gehen da ins Freibad. Ich gehe da lieber wandern. Es werden aber auch heute nur ungefähr 15 Kilometer. Ist schon wieder alles so voll gewachsen. So, mal wieder eine kleine Abwechslung. Das ist gerade wieder so herrlich, wenn kein Mensch unterwegs ist. Schön ruhig. Ist doch wieder mitten in der Woche. So, mal wieder ein schöner Ausblick. So, jetzt geht es erstmal über freie Felder. Wird man schön von der Sonne gebraten. Aber ich finde es schön.
So, noch 11 Kilometer bis Bad Mergentheim. Der Weg ist gerade mal wieder sehr schlecht ausgeschildert. Da stand zwar gerade ein Schild, aber viele Leute laufen hier nicht lang, wie man das sieht. Vorne kommt wieder ein Schild. Also richtig bin ich jetzt auf jeden Fall wieder. So, hier bin ich jetzt auch wieder falsch. Da vorne, wo der Hochsitz ist, von da bin ich gekommen. Und dann hätte ich da vorne weitergehen müssen. Aber das Schild zeigte hier lang. Aber ist egal, ich laufe jetzt hier runter, parallel zum Weg. Und dann komme ich da vorne irgendwo wieder drauf. Und jetzt bin ich wieder richtig. Also die Beschilderung auf dem Weg, die sollte echt mal überprüft werden. Da sind so viele Schilder dabei, die nicht mehr lesbar sind. Vor allen Dingen, wo man die Pfeile nicht mehr sieht. Wie schon auf der letzten Etappe. Weißer Pfeil auf weißem Untergrund. Das sollte echt überprüft werden. Ich frage mich jetzt gerade, was das Schild bedeuten soll. Alles frisch gemäht.
sieht irgendwie aus wie ein alter Brunnen. Alles zugewachsen. Da hinten könnte Burg Neuhaus sein bei Igersheim. Igersheim laufe ich gerade gleich durch. Da sind jetzt auch schon die ersten Häuser von Igersheim zu sehen. An der Burg komme ich aber nicht direkt vorbei. Ja, sieht aus wie ein Neubauviertel. Ja, manchmal muss man die Schilder wirklich ein bisschen suchen. So, noch knapp 6,5 Kilometer bis Bad Mergentheim. Igersheim habe ich jetzt auch erstmal hinter mir gelassen. Und hier geht es jetzt weiter. Ein bisschen Schatten. Nochmal Igersheim.
So, der Weg geht jetzt hier am Golfplatz vorbei. Muss man aufpassen, dass man keinen Ball vom Kopf kriegt. Da geht der Weg lang. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt nochmal nach dem Golfplatz nochmal so steil hoch geht. Da ist noch mal Igosheim. So, jetzt scheint es wohl durch den Kurpark zu gehen. Ich denke, ich habe noch so 3 Kilometer. Ja, wahrscheinlich bin ich jetzt im Kurpark. So, mal wieder die Tauber zu sehen. Ja, das war jetzt die 3. Etappe von Weikersheim nach Bad Mergentheim. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Bahnhof und fahre dann zurück nach Weikersheim. Da steht mein Auto. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann auf der 4. Etappe weiter. Wieder. Also bis dann. Tschüss.